Fünftes Kapitel. Der weiße Reiter. Ich bin durchgefroren bis auf die Knochen, jammerte Gimli, schlug sich die Arme um den Leib und stampfte mit den Füßen auf. Endlich war es Tag. Im Morgengrauen hatten die Gefährten recht und schlecht gefrühstückt. Nun, wo das Licht zunahm, machten sie sich bereit, den Boden noch einmal nach Spuren der Hobbits abzusuchen. Und vergesst den alten Mann nicht, erinnerte Gimli. Mir wäre wohler, wenn ich den Abdruck eines Stiefels sehen könnte. »Warum würde dir denn wohler?« fragte Legolas. »Weil ein alter Mann mit Füßen die Spuren hinterlassen vielleicht nur wäre, was er zu sein schien«, antwortete der Zwerg geheimnisvoll. »Vielleicht. Doch hier vermöchte selbst ein schwerer Stiefel keine Spur zu hinterlassen. Das Gras ist hoch und federnd.« »Das kann ein Waldläufer nicht beirren. Ein umgeknickter Grashalm genügt und Aragorn weiß Bescheid. Aber ich erwartete nicht, dass er Spuren findet. Es war Sarumans Trugbild, das wir heute Nacht gesehen haben.« Dessen bin ich mir sicher, selbst noch am hellen Morgen. Vielleicht behält er uns auch jetzt aus dem Fangornwald heraus im Auge. Gut möglich, schloss sich Aragorn an. Aber so sicher bin ich mir da nicht. Ich denke an die Pferde. Heute Nacht sagtest du Gimli, sie seien weggescheucht worden, aber so kam es mir nicht vor. Hast du sie gehört, Legolas? Klang es so, wie wenn die Tiere in Angst wären? Nein, deutlich habe ich sie gehört. Wäre es nicht dunkel und wir wären selbst nicht so erschrocken gewesen, so hätte ich vermutet, dass sie von plötzlicher Freude bewegt waren. So klangen der Pferde Stimmen, wenn sie einem langen vermissten Freund begegnen. So kam es mir auch vor, sagte Aragorn. Doch dieses Rätsel kann ich nicht lösen, es sei denn, sie kommt zurück. Nun los, es wird rasch hell. Erst sehen, dann raten. Wir sollten hier bei unserem Lagerplatz anfangen und den Hang hinauf bis zum Wald alles genau absuchen. Eine Zeit lang krochen und tasteten die Gefährten auf dem Boden herum. Über sie gebeugt stand der Baum. Sein trockenes Laub hing nun schlaff herab und raschelte traurig im kühlen Ostwind. Langsam entfernte Aragorn sich vom Lager. Er kam zur Asche des Wachtfeuers in der Nähe des Flussufers und begann von dort aus den Boden zu dem Hügel hin zu untersuchen, wo der Kampf ausgetragen worden war. Plötzlich bückte er sich, bis er fast schon die Nase ins Gras steckte. Dann rief er die anderen. Sie kamen herbeigerannt. »Hier endlich finden wir einen Hinweis«, sagte Aragorn. Er hob ein zerrissenes Blatt auf und zeigte es ihnen. Ein großes, helles, goldfarbenes Blatt, das nun verdorrte und braun wurde. »Ein Malornblatt aus Lorien. Es sind noch ein paar Krümel dran und weitere Krümel im Gras. Und schaut, da ganz in der Nähe Stücke von zerschnittenen Stricken.« »Und das ist das Messer, mit dem sie zerschnitten wurden«, sagte Gimli. Er bückte sich und zog aus einem Grasbüschel, in das ein schwerer Fuß sie hineingestampft hatte, eine kurze, gezackte Messerklinge. Das abgebrochene Heft lag daneben. »Eine Orkwaffe«, erkannte er, sie mit spitzen Fingern anfassend und mit einem angewiderten Blick auf den geschnitzten Griff, der einen abscheulichen Kopf mit Schielaugen und hohnlachendem Mund darstellte. »Nun, von allen Rätseln, auf die wir bisher gestoßen, ist dies das seltsamste«, rief Legolas. »Ein Gefangener in Fesseln entkommt sowohl den Orks als auch den sie umzingelnden Reitern. Dann, noch im offenen Gelände, macht er Halt und zerschneidet seine Fesseln mit einem Orkmesser.« Doch wie und warum? Denn wie konnte er laufen, wenn seine Beine gefesselt waren? Oder wenn seine Arme gefesselt waren, wie konnte er das Messer gebrauchen? Und sehr zufrieden mit seinem Erfolg, setzt er sich dann hin und lässt sich in aller Ruhe ein Stück Wegbrot munden. Beweis genug, auch ohne das Malornblatt, dass er nur ein Hobbit gewesen sein kann. Danach hat er vermutlich seine Arme in Flügel verwandelt und ist wie ein Vogel singend in den Wald geflogen. Leicht dürfte es sein, ihn zu finden, hätten wir unsererseits Flügel. Sicher war da Hexerei im Spiel, meinte Gimli. Was hat wohl dieser alte Mann hier gemacht? Was sagst du zu Legolas Deutung, Aragorn? Weißt du eine bessere? Vielleicht doch, lächelte er. Da sind noch ein paar andere Spuren in der Nähe, die ihr nicht beachtet habt. Richtig, der Gefangene muss ein Hobbit gewesen und entweder die Beine oder die Hände frei gehabt haben, bevor er hierher kam. Ich vermute die Hände, denn so wird das Rätsel leichter lösbar. Und außerdem, wenn ich die Spuren richtig lese, wurde er an dieser Stelle von einem Ork getragen. Dort ein paar Schritte weiter ist Blut geflossen, Orkblut. Rings um diese Stelle sind tiefe Hufabdrücke und Spuren von etwas Schwerem, das weggeschleift wurde. Der Ork wurde von den Reitern erschlagen und später wurde seine Leiche zum Feuer geschleppt. Aber den Hobbit hat man nicht gesehen. Er war nicht im offenen Gelände, denn es war Nacht und er trug noch seinen Elbenmantel. Er war erschöpft und hungrig und es ist nicht weiter verwunderlich, dass er, nachdem er sich mit dem Messer des gefallenen Feindes losgeschnitten hatte, erstmal ausruhte und etwas aß, ehe er sich davonschlich. Ich sage einer, hoffe und vermute aber, dass es Merry und Pippin zusammen waren,
Dies kann ich allerdings, nach dem, was ich sehe, nicht mit Sicherheit sagen.« »Und wie, glaubst du, soll einer von unseren Freunden eine Hand frei bekommen haben?« fragte Gimli. »Ich weiß nicht, wie es zugegangen ist. Ich weiß auch nicht, warum ein Ork sie davongetragen haben sollte. Sicher nicht, um ihnen zur Flucht zu verhelfen. Nein, ich glaube, ich fange an, etwas zu verstehen, das mir von Anfang an ein Rätsel war. Warum haben sich die Orks, nachdem Boromir gefallen war, damit begnügt, Merry und Pippin gefangen zu nehmen? Sie haben sich um uns andere nicht gekümmert und auch unser Lager nicht angegriffen. Stattdessen sind sie in aller Eile nach Isengard abmarschiert. Haben sie womöglich gedacht, sie hätten den Ringträger und seinen treuen Begleiter gefangen? Das glaube ich nicht. Den Orks gibt man keine so klaren Befehle. Das hätten ihre Oberen nicht gewagt, auch wenn sie selbst zu viel gewusst hätten. Über den Ring würden sie mit Orks nicht offen reden, denn das sind keine vertrauenswürdigen Diener. Ich glaube aber, die Orks hatten den Befehl, Hobbits gefangen zu nehmen, und zwar lebendig um jeden Preis. Bevor der Kampf begann, wurde ein Versuch gemacht, sich mit diesen wertvollen Gefangenen wegzuschleichen. Verrat vielleicht. Nicht unwahrscheinlich bei diesem Gesindel. Irgendein starker und mutiger Ork könnte versucht haben, die Beute zum eigenen Vorteil in Sicherheit zu bringen. Ja, so reime ich mir's zusammen. Aber es kann auch anders gewesen sein. Aber auf eines können wir jedenfalls zählen. Wenigstens einer von unseren Freunden ist entkommen. Nun ist es an uns, ihn zu finden und ihm zu helfen, bevor wir nach Rohan zurückkehren. Wenn die Not ihn in diesen finsteren Wald getrieben hat, darf Fangorn auch uns nicht schrecken. Ich weiß nicht, was mich mehr schreckt. Fangorn oder der Gedanke an den Fußmarsch durch ganz Rohan, sagte Gimli. Dann auf in den Wald. Damit schritten die drei Jäger in den Fangornwald hinein. Legolas und Gimli überließen die Spurensuche Aragorn. Viel konnte er nicht sehen. Der Waldboden war trocken und mit einer Laubschicht bedeckt. In der Annahme, dass die Flüchtlinge sich nah am Wasser gehalten hätten, kehrte er oft zum Flussufer zurück. So kam er an die Stelle, wo Merry und Pippin getrunken und ihre Füße gebadet hatten. Deutlich lagen da die Fußabdrücke zweier Hobbits vor aller Augen, der eine etwas kleiner als der andere. »Frohe Kunde«, sagte Aragorn. »Doch sind die Spuren 2 Tage alt, und anscheinend haben die Hobbits sich hier vom Ufer weggewendet.« »Was sollen wir dann tun?« fragte Gimli. »Wir können ihnen doch nicht durch diesen ganzen feindseligen Wald folgen. Wir haben nicht genug Vorräte. Wenn wir sie nicht bald finden, können wir nichts mehr für sie tun, sondern uns nur noch zu ihnen setzen und zum Beweis unserer treuen Freundschaft mit ihnen verhungern.« »Wenn das alles sein sollte, was wir tun können, müssen wir es tun«, sagte Aragorn. »Gehen wir weiter.« Schließlich kamen sie an die Stelle, wo Baumbarts Felsen jäh abfiel. Sie blickten an der Wand mit den treppenähnlichen Stufen hinauf, die zu der Felsplatte führten. Sonnenstrahlen brachen durch die dahineilenden Wolken, und der Wald sah nun weniger grau und finster aus. »Schaut«, rief Legolas auf einmal. »Schaut was?« fragte Gimli. »Da, zwischen den Bäumen.« »Wo? Ich habe keine Elbenaugen.« »Psst, sprich leiser. Sieh.« »Unten im Wald ein Stück weit auf dem Weg, den wir eben gekommen sind. Da ist er. Kannst du ihn nicht sehen, wie er von Baum zu Baum geht?« »Ja, jetzt sehe ich«, flüsterte Gimli. »Schau, Aragorn, hab ich's euch nicht gesagt? Da ist dieser alte Mann. Ganz in schmutzig grauen Lumpen. Darum konnte ich ihn zuerst nicht sehen.« Im gleichen Moment beschleunigte der Alte seine Schritte, und überraschend schnell stand er am Fuß der Felswand. Plötzlich blickte er zu ihnen hoch. Immer noch standen sie regungslos da und sahen hinab. Kein Laut war zu hören. Sein Gesicht konnten sie nicht sehen. Er trug eine Kapuze und darüber einen breitkrempigen Hut, so dass alle Züge verdeckt waren bis auf die Nasenspitze und den grauen Bart. Dennoch glaubte Aragorn für einen Moment, die Augen hell und scharf unter den von der Kapuze beschatteten Brauen hervorleuchten zu sehen. Endlich brach der alte Mann das Schweigen. »Grüß euch, Freunde«, sagte er mit sanfter Stimme. »Ich möchte mit euch reden. Wollt ihr herunterkommen oder soll ich hinaufsteigen?« Aber er wartete die Antwort nicht ab, sondern kam die Treppe herauf. »Jetzt«, sagte Gimli, »schieß, Legolas!« »Sagte ich nicht, ich will mit euch reden. Legt den Bogen weg, Herr Elb.« Bogen und Pfeil fielen Legolas aus den Händen, und seine Arme hingen schlaff an den Seiten herab. »Und du, Meister Zwerg, nimm bitte die Hand vom Axtgriff, bis ich oben bin. Solche Argumente wirst du nicht brauchen.« Gimli fuhr zusammen, dann stand er wie versteinert da und sah zu, wie der alte Mann, flink wie ein Ziegenbock, die holprige Treppe heraufsprang. Alle Müdigkeit schien von ihm abgefallen zu sein. Als er auf die Felsplatte trat, schimmerte für einen Augenblick, zu kurz, als dass man hätte sicher sein können, es gesehen zu haben, etwas Weißes auf, als wäre ein unter den grauen Lumpen verborgenes Gewand zum Vorschein gekommen. Es war so still, dass Gimlis Atemholen sich wie ein lautes Zischen anhörte. »Grüß euch, sag ich noch einmal.
begrüßte der alte Mann sie und kam auf sie zu. Ein paar Fuß vor ihnen blieb er stehen und beugte sich über seinen Stock, den Kopf vorgeschoben und sie aus der Kapuze heraus scharf musternd. »Und was mögt ihr wohl in dieser Gegend suchen? Ein Elb, ein Mensch und ein Zwerg, alle in elbischer Tracht. Gewiss steckt dahinter eine Geschichte, die es sich zu hören lohnt. Dergleichen sieht man hier nicht oft.« »Du sprichst wie einer, der sich im Fangorn gut auskennt«, sagte Aragorn. »Ist dem so?« »Nicht so gut«, antwortete der Alte, »denn dazu müsste man ihn viele Menschenalter lang erforschen. Doch ab und zu komme ich hierher.« »Dürften wir nun deinen Namen erfahren und dann hören, was du uns zu sagen hast?« forderte Aragorn auf. »Der Vormittag ist bald vorüber und wir haben ein Geschäft, das nicht warten kann.« »Was ich euch sagen wollte, habe ich schon gesagt. Was sucht ihr hier? Und was für eine Geschichte habt ihr über euch zu erzählen? Und was meinen Namen angeht?« Er brach ab und lachte leise. Aragorn fühlte, wie es ihn beim Klang dieser Stimme durchschauerte. Kalt und seltsam, und doch war es weder Furcht noch Schrecken, was er empfand, sondern eher ein scharfer Windstoß ins Gesicht oder wie der kalte Regenguss, der einen unruhigen Schläfer weckt. »Mein Name? Habt ihr ihn denn nicht schon erraten? Ich glaube, ihr habt ihn schon öfters gehört. Aber nun, was ist mit eurer Geschichte?« Die drei Gefährten blieben stumm und gaben keine Antwort. »Manchem könnten hier Zweifel kommen, ob euer Geschäft wohl verträgt, dass man darüber spricht«, sagte der alte Mann. »Zum Glück aber weiß ich schon so einiges. Ich glaube, ihr folgt den Fußspuren zweier junger Hobbits. Jedenfalls, sie sind vorgestern hier heraufgestiegen und jemandem begegnet, den sie nicht erwartet hatten. Beruhigt euch das? Und nun wüsstet ihr gern, wohin sie gebracht wurden. Schön, schön. Vielleicht kann ich euch Auskunft geben. Doch warum reden wir im Stehen? Wie ihr seht, ist euer Geschäft nicht länger so dringend, wie ihr glaubtet. Machen wir es uns bequemer und setzen wir uns.« Er kehrte ihnen den Rücken und ging zu einem Haufen herabgestürzter Steine und Felsbrocken am Fuß der Felswand hinter ihnen. Sofort, als ob ein Bann von ihnen abfiele, lösten sich die Gefährten aus ihrer Erstarrung. Gimlis Hand fuhr zum Griff seiner Axt, Aragorn zog sein Schwert, Legolas hob seinen Bogen auf. Den alten Mann kümmerte es nicht. Er bückte sich und setzte sich auf einen niedrigen, flachen Stein. Dabei ging sein grauer Mantel auf und sie sahen deutlich, dass er darunter in Weiß gekleidet war. »Saruman«, rief Gimli und ging mit der Axt in der Hand auf ihn los. »Sprich, sag uns, wo du unsere Freunde versteckt hältst. Was hast du mit ihnen gemacht? Sprich, oder ich hacke dir einen Riss in den Hut, den auch ein Zauberer nicht so leicht wieder flicken kann.« Der Alte war zu schnell für ihn. Im Nu war er auf den Beinen und auf einen großen Felsklotz gesprungen. Da stand er, plötzlich hoch und aufgewachsen und sie überragend. Seine Kapuze und die grauen Lumpen flogen beiseite. Sein Gewand war strahlend weiß. Er hob seinen Stock und Gimlis Axt fiel klirrend zu Boden. Aragorns Hand mit dem Schwert erstarrte und die Klinge leuchtete jäh auf. Legolas stieß einen lauten Schrei aus und schoss einen Pfeil hoch in die Luft, wo er sich in einen flammenden Blitz auflöste. »Mithrandir«, rief er, »Mithrandir«. Alle drei starrten sie ihn an. Sein Haar war weiß wie Schnee im Sonnenschein, und weiß schimmerte sein Gewand. Die Augen unter den dichten Brauen waren scharf und stechend wie Sonnenstrahlen, und Macht lag in seiner Hand. Schwankend zwischen Staunen und Freude und Furcht standen die Gefährten vor ihm und fanden keine Worte. Endlich fasste sich Aragorn wieder. »Gandalf«, rief er, »unverhofft bist du wieder da in der Not. Was hatte ich für Schuppen vor den Augen, Gandalf?« Gimli sagte nichts, sank auf die Knie und beschattete sich die Augen mit der Hand. »Gandalf«, wiederholte der Alte, als ob er ein lange nicht gebrauchtes Wort aus ferner Erinnerung zurückriefe. »Ja, das war mein Name. Ich war Gandalf.« Er legte Gimli die Hand auf den Kopf und der Zwerg scharrte auf und musste plötzlich lachen. »Gandalf, aber du bist ja ganz in Weiß.« »Ja, ich bin jetzt weiß«, sagte Gandalf. »Ich bin tatsächlich Saruman, könnte man fast sagen. Saruman so, wie er hätte sein sollen. Aber los, nun erzählt mir von euch. Ich bin durch Feuer und tiefes Wasser gegangen, seit wir uns trennen mussten. Vieles von dem, was ich zu wissen glaubte, habe ich vergessen und vieles neu erfahren, das ich vergessen hatte. Vieles, das in weiter Ferne liegt, kann ich sehen, und vieles, das zum Greifen nah ist, kann ich nicht sehen. Erzählt.« »Was willst du denn wissen?« fragte Aragorn.
Alles, was geschehen ist, seit wir uns auf der Brücke trennten, das wäre eine lange Geschichte. Willst du uns nicht lieber erst sagen, was aus den Hobbits geworden ist? Hast du sie gefunden und sie sind in Sicherheit? Nein, ich habe sie nicht gefunden. Über den Tälern der Emonmühe lag ein Dunkelheit und von ihrer Gefangenschaft erfuhr ich erst durch den Adler. Ein Adler? Rief Legolas dazwischen. Ich habe einen gesehen, sehr hoch und weit entfernt. Das letzte Mal vor 3 Tagen, über der Emonmühe. Ja, das war Gwaihir, der Windfürst, der mich vom Orthanc gerettet hat. Ich schickte ihn voraus, er sollte den Strom überwachen und mir Nachrichten bringen. Sein Auge war scharf, doch nicht alles kann er sehen, was unter Berg und Baum geschieht. Manches hat er gesehen und anderes habe ich selbst gesehen. Der Ring ist nun außer Reichweite meiner Hilfe und auch kein anderer der Gefährten, die mit uns von Bruchtal auf die Reise gegangen sind, kann etwas für ihn tun. Um ein Haar wäre er dem Feind enthüllt worden. Aber er ist entkommen. Ich hatte Anteil daran, denn ich befand mich an einem hohen Ort und stritt mit dem dunklen Turm, und der Schatten zog vorüber. Dann war ich entsetzlich müde und lief lange umher in finstere Gedanken versunken. Dann weißt du etwas von Frodo. Wie steht es um ihn? Ich kann's nicht sagen. Aus einer großen Gefahr wurde er gerettet, aber viele liegen noch vor ihm. Er hat sich entschlossen, allein nach Mordor zu gehen und hat sich auf den Weg gemacht. Mehr kann ich nicht sagen. Nicht allein, sagte Legolas. Wir glauben, dass Sam mit ihm gegangen ist. Ach, sagte Gandalf, seine Augen leuchteten auf und er lächelte. Das überrascht mich nicht, aber es ist mir neu. Sehr gut, da wird mir das Herz leichter. Das müsst ihr mir noch ausführlicher erzählen. Kommt, setzt euch zu mir und berichtet mir von eurer Fahrt. Und sie berichteten ihm alles. Alles, was seit der Trennung auf der Brücke in den Minen von Moria geschehen war. Gandalf hörte geduldig zu. Als sie die Geschichte beendet hatten, sahen sie ihm in die Augen. Ein Sonnenstrahl fiel durch die dahintreibenden Wolken in seine Hände, die nach oben geöffnet in seinem Schoß lagen, und sie schienen voll Licht zu sein wie eine Schale voll Wasser. Endlich blickte er auf und sah ohne zu blinzeln in die Sonne. »Es geht schon auf Mittag zu. Wir müssen bald fort.« »Gehen wir unsere Freunde und diesen Baumbart aufsuchen«, sagte Aragorn. »Warte«, entgegnete Gandalf. »Das ist nicht der Weg, den ihr zunächst einschlagen müsst. Ich habe von Hoffnung gesprochen, aber nur von Hoffnung. Sie ist nicht der Sieg. Uns und allen unseren Freunden steht Krieg bevor. Ein Krieg, in dem nur der Gebrauch des Rings uns die Gewissheit geben könnte, zu siegen. Es schmerzt und ängstigt mich sehr, denn vieles wird darin zunichte werden. Und vielleicht geht alles verloren. Doch die Fahrt ist nun vorüber und die Gefährten sind zerstreut. Deinen nächsten Weg zeigt dir das gegebene Wort. Du musst nach Edoras gehen und Theoden in seiner Halle aufsuchen. Denn du wirst gebraucht. Andoril muss jetzt in den Schlachten leuchten, auf die es so lange gewartet hat. In Rohan ist Krieg. Und was noch schlimmer ist, es steht nicht gut um Theoden. Also werden wir unsere munteren jungen Freunde nicht wiedersehen, sagte Legolas. Das habe ich nicht gesagt. Wer weiß? Habt Geduld. Geht den Weg, den ihr gehen müsst, und verliert nicht die Hoffnung. Nach Edoras. Dorthin gehe auch ich. Das ist ein weiter Weg für einen, ob jung oder alt, der zu Fuß geht, sagte Aragorn. Ich fürchte, die Schlacht wird längst aus sein, bevor ich da bin. Werden wir sehen, werden wir sehen. Wollt ihr nun mit mir kommen? Ja, wir brechen zusammen auf, sagte Aragorn. Ja, wir alle werden dir folgen, schloss sich Legolas an. Doch vorerst, Gandalf, würde es mich erleichtern zu erfahren, was dir in Moria zugestoßen ist. Willst du es uns nicht erzählen? Kannst du nicht wenigstens lange genug bleiben, um deinen Freunden zu berichten, wie du gerettet wurdest? Ich habe mich schon zu lange aufgehalten, seufzte Gandalf. Die Zeit ist knapp. Doch selbst wenn wir ein Jahr Zeit hätten, würde ich euch nicht alles erzählen. Dann erzähle, was dir beliebt und was die Zeit erlaubt, sagte Gimli. Komm, Gandalf, wie ist es dir mit dem Balrog ergangen? Nenne das Unding nicht beim Namen, sagte Gandalf, und für einen Augenblick schien der Schmerz wie eine Wolke über sein Gesicht zu ziehen. Stumm saß er da und sah alt aus wie der Tod. Lange bin ich gestürzt, sagte er endlich, langsam, als könne er nur mit Mühe zurückdenken. Lange. Sein Feuer war um mich und senkte mich. Dann fielen wir ins tiefe Wasser und alles war dunkel. Kalt war es wie der Tod, dass mir fast das Herz stehen blieb. Tief ist der Abgrund, den Durins Brücke überspannt, und niemand hat ihn je ausgemessen, sagte Gimli.
Doch hat er einen Grund, jenseits allen Lichts und allen Wissens, und dort kam ich schließlich an, auf dem tiefsten Grund des Gesteins. Er war noch immer bei mir, sein Feuer war erstickt, doch nun war es ein schleimiges Untier stärker als eine Würgeschlange. Doch tief unter der belebten Erde, wo die Zeit nicht gezählt wird, kämpften wir miteinander. Immer wieder umklammerte es mich und immer wieder hieb es auf mich ein, bis es schließlich in dunkle Stollen entfloh. Keine, die Durins Volk gegraben hat, Gimli Glöinsson. In der Tiefe, weit unter den tiefsten Schächten der Zwerge, nagen Wesen an der Welt, die keinen Namen haben. Selbst Sauron kennt sie nicht. Sie sind älter als er. Nun bin ich dort gewesen, doch ein Bericht von dort würde das Licht des Tages verdunkeln. Meine einzige Hoffnung in dieser verzweifelten Lage war das Unwesen, und ihm blieb ich auf den Fersen. So brachte es mich schließlich wieder in die geheimen Gänge von Khazad-dûm, die es nur allzu gut kannte. Immer weiter hinauf kamen wir, bis an die endlose Treppe. »Lange ist sie verschollen gewesen«, sagte Gimli. »Viele haben gesagt, sie sei nie gebaut worden, außer in der Sage, aber andere sagen, sie sei zerstört worden.« »Sie ist gebaut worden und nicht zerstört«, antwortete Gandalf. »Vom tiefsten Verlies führt sie zum höchsten Gipfel hinauf, eine ununterbrochene Wendeltreppe, mit vielen tausend in den Fels gehauenen Stufen, die in Durins Turm endet, auf dem Gipfel der Zirakzigil, der Silberzinne. Dort oben sah ein einsames Fenster in den Schnee hinaus, und davor lag ein schmaler Sims, ein Adlerhorst, in schwindelnder Höhe über den Nebeln der Welt. Grell schien die Sonne dort oben, doch darunter lag alles unter Wolken. Es sprang hinaus, und als ich ihm nachsetzte, loderte es von neuem in Flammen auf. Niemand hat uns zugeschaut, sonst würde vielleicht der Kampf auf dem Gipfel noch in den Liedern späterer Zeitalter besungen. Wer von fern hinaufblickte, hätte denken müssen, dass auf dem Berg ein Gewitter tobe. Donner hätte er gehört und Blitze auf der Kelepdil einschlagen sehen, die zurückprallten und zu züngelnden Flammen zerschellten. Wäre das nicht genug? Eine mächtige Wolke von Rauch, Dampf und Qualm stieg um uns auf. Eis regnete herab. Ich warf das Unding nieder und stürzte es von dem hohen Sims herab. Und die Flanke des Berges, wo es unten aufschlug, wurde zertrümmert. Dann wurde mir schwarz vor Augen, und ich irrte umher, fern von aller Zeit und aller Besinnung, auf Wegen, von denen ich nicht sprechen will. Nackt wurde ich wieder zurückgesandt, für eine kurze Zeit noch, bis meine Aufgabe erfüllt ist, und nackt lag ich auf dem Berggipfel. Der Turm hinter mir war zu Staub zerfallen, das Fenster verschwunden, die zertrümmerte Treppe versperrt von verrußtem Geröll. Ich war allein, vergessen, und kein Weg führte von diesem steinernen Horn der Welt herab. Dort lag ich und starrte zum Himmel auf, wo die Sterne vorüberkreisten, und jeder Tag war ein Lebensalter auf Erden. Schwach drang das Rumoren aus allen Landen an mein Ohr, das Wachsen und Vergehen, die Lieder und Klagen und das lange, immerwährende Ächzen des überlasteten Gesteins. Und so fand mich endlich Gwaihir, der Windfürst, wieder, und er hob mich auf und trug mich davon. So kam ich nach Karas Galaton und erfuhr, dass ihr noch nicht lange fort wart. Dort verharrte ich in der alterslosen Zeit dieses Landes, wo die Tage Heilung und nicht Verfall bringen. Heilung brachten sie auch mir, und ich wurde in Weiß gekleidet. Rat erteilte ich und nahm auch Rat an. Von dort nun bin ich auf seltsamen Wegen hergekommen. »Glücklich die Stunde, da du uns zurückkehrst«, rief Gimli, machte einen Luftsprung und sang laut in der seltsamen Sprache der Zwerge. »Los, los«, rief er seine Axt schwingend. »Da Gandalfs Kopf uns nun heilig ist, suchen wir einen anderen, der mit Recht zu spalten ist.« »Der wird nicht schwer zu finden sein«, sagte Gandalf und stand von seinem Platz auf. »Kommt nun. Ein Wiedersehen unter Freunden, die lange getrennt waren, ist schön, aber zeitraubend. Nun ist Eile geboten.« Er hüllte sich wieder in seinen alten, zerlumpten Mantel und ging voran. Hinter ihm dreien stiegen sie rasch von der Felsplatte herab und gingen durch den Wald zurück zum Ufer der Entwasser. Sie sprachen nicht mehr, bis sie wieder auf der Wiese am Waldsaum standen. Von ihren Pferden war nichts zu sehen. »Sie sind nicht zurückgekommen«, sagte Legolas. »Das wird ein langer Marsch.« »Ich gehe nicht zu Fuß, die Zeit drängt«, sagte Gandalf. Dann hob er den Kopf und stieß einen langen Pfiff aus. Die anderen staunten, was seine alten, bartumrandeten Lippen für einen hellen, durchdringenden Ton hervorbringen konnten. Dreimal pfiff er, und dann glaubten sie von weither etwas wie ein Wiehern zu hören, das der Ostwind von der Ebene herantrug. Sie warteten gespannt. Nicht lange und Hufschläge kamen näher,
Zuerst kaum mehr als ein leises Beben des Bodens, nur für Aragorn vernehmlich, der mit dem Ohr im Gras lag. Dann stetig lauter und deutlich an einem schnellen Takt. »Es kommt nicht nur ein Pferd«, sagte Aragorn. »Selbstverständlich«, meinte Gandalf. »Eines könnte uns nicht alle tragen.« »Drei sind es«, sagte Legolas, über die Ebene hinspähend. »Seht nur, wie sie rennen. Da ist Hasofell und neben ihm mein Freund Arod. Doch beiden voraus kommt ein anderes, ein großes. Nie habe ich seinesgleichen gesehen.« »Und nie wirst du's«, antwortete Gandalf. »Es ist Schattenfell, der Herr der Merias, der Fürsten unter den Pferden. Und selbst König Theoden von Rohan hat nie ein besseres Ross gesehen. Schimmert er nicht wie Silber und läuft er nicht leicht wie ein schnell fließender Bach? Er kommt meinetwegen, das Ross des Weißen Reiters. Zusammen ziehen wir in den Krieg.« Nun sprach Gandalf mit Schattenfell, und der Hengst schlug einen scharfen Trab an, der doch nicht zu schnell war für die anderen. Nach kurzer Zeit bog er plötzlich zur Seite ab, durchwatete den Fluss an einer Stelle, wo die Uferböschung flacher war, und führte sie dann nach Süden in die weite baumlose Ebene hinein. In grauen Wellen wehte der Wind über die endlosen Wiesen hin. Nirgendwo war etwas von Wegen oder Straßen zu sehen, aber Schattenfell kannte kein Zögern. »Er hält geradewegs auf Theodens Hallen am Fuß des Weißen Gebirges zu«, sagte Gandalf. »So kommen wir am schnellsten hin. Der Boden ist zwar fester im Ostend, wo der wichtigste Weg nach Norden über den Fluss führt, aber Schattenfell findet auch zwischen allen Sümpfen und Senken hindurch.« Viele Stunden lang ritten sie nun durch die Wiesen in der Nähe des Flusses. Oft stand das Gras so hoch, dass es den Reitern bis zu den Knien reichte, und die Pferde schienen durch ein graugrünes Meer zu schwimmen. Sie kamen an vielen überwachsenen Tümpeln vorüber und an weiten Feldern mit wogendem Riedgras, über tückischem Morast. Aber Schattenfell fand seinen Weg, und die anderen Pferde folgten ihm dicht auf. Langsam ging die Sonne im Westen nieder. Ganz hinten auf der weiten Ebene sahen die Reiter sie für einen Moment wie einen roten Feuerball ins Gras sinken. Beiderseits von ihr, tief am Horizont, leuchteten Bergrücken rot auf. Rauch, der die Sonnenscheibe blutrot verfärbte, schien aufzusteigen, als hätte sich das Gras bei ihrer Berührung mit dem Rand der Erde entzündet. »Dort liegt die Pforte von Rohan«, sagte Gandalf. »Nun fast genau westlich von uns. In der Richtung liegt Isengard.« »Ich sehe eine große Rauchwolke«, erkannte Legolas. »Was mag das sein?« »Kampf und Krieg«, erwiderte Gandalf. »Reite zu«,